Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Begrüße Sie in unserem TTZ Test- und Trainingszentrum. Und richtig, wir haben wieder was auf dem Tisch. Für Sie ein Projekt eines Kunden, der eine Plattform, also in einem Golfclub an einem See, eine Plattform, eine freischwebende Terrasse, eben halt auf Fundamenten mit entsprechenden Überständen dann über das Wasser gebaut hat. Wir sehen vorher und wir sehen nachher und gleich in der Bildstrecke des Kunden, wenn wir in den Film einsteigen, bevor wir den UCPs erklärt haben, sehen Sie dann, wie diese Terrasse aufgebaut wurde, natürlich bis zum Endergebnis. Und wichtig ist für solche Terrassen, also wenn es darum geht, große Überstände zu überbrücken, wenn es darum geht, letzter Auflagepunkt, ja, also Fundament, nach vorne große Überstände zu überbrücken, ohne dass dort nochmal ein Stützanker oder ähnliche Sachen stehen, wenn es darum geht, in die Höhe zu bauen, ja, also wenn Sie letztendlich in die Höhe bauen wollen, wenn Sie extrem stabile Verbindungen suchen, ja, eventuell auch rückbaubar, dann stellen wir uns zur Verfügung als Partner für Sie mit unserem Aluvario-System. Und dieses Aluvario-System, was wir in verschiedenen Profilhöhen haben und natürlich auch verschiedenen Geometrien, hilft Ihnen dabei, Ihre Terrassenwünsche, Ihre Konstruktionswünsche zu erfüllen, weil wir bieten uns an als Ihr Partner im Bereich der Terrassenunterkonstruktion oder terrassenähnlichen Konstruktion aus Aluminium. Es gibt eigentlich nicht wirklich viel, was wir nicht bauen können. Für die, die es noch nicht wissen, die so ein Video zum ersten Mal sehen, Sie sind hier auf dem größten Kanal, wenn es um Terrassen und terrassenähnliche Aluminiumunterkonstruktionen gibt, auf YouTube. Wir versuchen jede Woche von unseren Kunden für Sie 2 bis 3 Projekte online zu stellen, damit Sie sehen, was Kunden aus Aluminiumunterkonstruktionen alles so bauen, weil uns als GS Terrassenmontagesystem ist das relativ egal, Belag. Hier in dem Fall WPC-Diele, klar, Wasser, Lebenszeit etc. Punkt, Punkt. Es ist uns egal, Terrassenform, Terrassenart, Fundamentvoraussetzung, Sonderbedingungen, ja, wie in diesem Fall, langer Überstand ins Wasser, entsprechende Befestigung auf Fundamenten und natürlich letztendlich eben halt auch ganz klar die Fundamentvoraussetzungen, die da sind, entweder mit unseren oder mit Ihren Produkten, was auch immer, überall da möchten wir uns als Partner für Sie anbieten. Und in dem Fall, denke ich, wird klar, wir als GS Terrassenmontagesysteme haben über 190 Profilquerschnitte für alle möglichen technischen Lösungen, hunderte von Gelenken, Winkeln, Bodenankern, Haltern, was auch immer wir für die Systeme brauchen. Und jedem, der so ein Video mal sieht, sollte klar sein, warum man das eben halt nicht aus 1, 2, 3 kleinen Profilchen bauen kann, ja? Weil ein entsprechendes Profil, wie hier, ein 45, 15 mm, so unser niedrigstes Profil für Bodenverlegung, ja, mit Platte oder entsprechendem WPC oder natürlich eben halt dann nur zu empfehlen für WPC, Platte und Thermoholzdielen bezüglich der Nässe und so weiter. Und wenn man eben halt sowas bauen will wie der Kunde, dann muss man eher auf solche Profile zurückgreifen. Und das ist unser 160-45 Profil, wo Sie letztendlich solche Überstände gehen können, wie Sie gleich sehen werden. Und damit das Ganze natürlich auch entsprechend stabil ist, haben wir diese Aluvario-Serie. Wir als GS haben einmal eine Ecofix-Serie. Da machen Sie alles mit Bohrschrauben, wie Sie es kennen, 4,8, 5,5, 6,3. Und immer dann, wenn es in so einen Bereich reingeht, und da haben wir mittlerweile eine Menge Videos online, und da kommen jetzt auch noch eine Menge Videos, dann sind andere Festigkeiten gefragt. Und dann haben wir natürlich spezielle Winkel, ja, und spezielle Verbinder. Ja, da wird nicht irgendwie so ein kleines Halterchen dran gemacht oder so ein Kunststoffstopfen, ne? Sondern das sind extreme stabile Winkel. Und immer ganz wichtig, bei all unseren Systemteilen, damit Sie es auch als System entsprechend sehr gut verbauen können, haben wir hier bei der Aluvario-Serie uns natürlich die Maschinenbau-Nutenprinzip bedient. Ja, ist nichts Wildes, haben wir nicht erfunden, sondern nur auf diese Profile adaptiert, weil eben halt eine so eine Maschinenbau-Nut, wie wir sie haben in den Profilen, es ermöglicht, mit Nutensteinen M8 oder einer Hammerkopfschraube M8 zu arbeiten und somit natürlich einen unglaublich hohen Anpressdruck zu erzeugen. Also ein so ein M8-Gewindestein mit einer entsprechenden Schraube oder eben halt auch eine Hammerkopfschraube mit einer entsprechenden Mutter hat einen Anpressdruck von 300 bis 500 Kilo pro Stück. Ja, und wenn Sie das dann mal sehen, gerade wie auch in diesem Fall, ja, haben wir entsprechend natürlich wie in diesem Bauvorhaben entsprechend sehr, sehr viele Schrauben. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das können Sie dann mal rechnen, mal den 300 bis 500, abhängig davon, wie fest ist die Schraube drin, wie ist sie entsprechend angepresst. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist ebenfalls, dass beim Positionieren, das ist Systemtechnik, wir bei unseren Profilen
bei der Alluvario-Serie alle Systemteile entsprechend mit so kleinen Stanzungen versehen haben. Das heißt, wenn Sie den Winkel reinsetzen, ist der schon mal vorjustiert. Ja? Das heißt, der kann sich nicht drehen, weil wenn der glatt wäre und er hätte das nicht, wie bei dem Winkel, und Sie machen eine Schraube, ist übrigens dasselbe, ob Alluvario-System oder bei Ecofix-System oder bei anderen Sachen, die Sie zusammenschrauben, ja, dann haben Sie diese Schraubwirkung. Sie müssen natürlich die Positionierung sehen. Und da wir ja Profile in 4 Meter, also 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter Stangen liefern, die werden zugeschnitten, sind die Systemteile natürlich konfektioniert. Und jedes Systemteil hat eine entsprechende Justierung, sodass Sie unabhängig, ob Sie Ecofix oder Alluvario verbauen, immer genau bauen können in einer Höhe. Ist immer ganz, ganz wichtig bei den entsprechenden Projekten. Und von daher, wie gesagt, Halter und nicht Halterchen. Und das sind nicht die größten Halter, die wir haben. Das verspreche ich Ihnen. Und für alle die, die das interessiert, ja, würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt auf die Baustelle des Kunden, schauen uns an, was da gebaut wurde. In einem Golfresort eine entsprechende Terrasse ins Wasser reingebaut mit unserem Alluvario-System. Folgen Sie mir auf die Baustelle. Ja, liebe Kunden, was soll ich sagen? Wieder ein entsprechend realisiertes Projekt einer schwebenden Terrasse, eines Podestes, eine, was auch immer man dazu sagen möchte, ist auch völlig egal. Wir als Ihr Partner bewerben uns darum, mit Ihnen solche Projekte zu machen. Und ich kann immer wieder nur sagen, warum Kompromisse machen? Arbeiten Sie mit dem Partner zusammen, der das breiteste Sortiment hat im Bereich Aluminiumunterkonstruktion und terrassenähnliche Konstruktion, dem es schlichtweg egal ist, ich wiederhole, Belag, Terrassenform, Terrassenart, Fundamentvoraussetzung oder eben halt auch Spezialsituationen, wie jetzt zum Beispiel letzter Auflagepunkt nach vorne, große Überstände, Brücken, Rampen, was auch immer gebaut werden muss. Dafür bewerben wir uns bei Ihnen. Und deshalb bleibt mir nichts weiter zu sagen als Profimaterial, Profiberatung, Profiplanung. Wenn Sie wollen, Training hier im TTZ, werden Sie selbst zum Profi mit professionellen Ergebnissen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.